Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute ist es wieder soweit. Es kommt heute wieder ein kleines Produktvergleichsvideo. Und zwar habe ich mir zwei Mäuse geholt. Heute geht es nicht um den Preis wie sonst immer, denn heute geht es darum, wie schwer ist diese Maus? Wir haben einmal hier die Razer Viper. Das ist die neue Maus von Razer, die habe ich auf der Gamescom gesehen. Die wiegt 70 Gramm bzw. 69 Gramm, ultra leicht. Und dann haben wir hier meine alte Maus, die Razer DeathAdder. Die wiegt locker eine Tonne. Nee, Spaß beiseite, aber die wiegt locker dreimal so viel. Also ich würde schätzen so 250 Gramm oder so. Die wiegt auf jeden Fall deutlich mehr als die Viper. Und auf jeden Fall zocken wir eine kleine Runde Fortnite. Ich habe mir die Handcam wieder ausgepackt. Die seht ihr jetzt hier unter mir. Also wenn ich hier... Alter, ich kann ja richtig schön durchlangen. Ja, auf jeden Fall, Facecam ist wieder ausgepackt. Ich habe hier die zwei Mäuse am Start. Und ich würde sagen, wir suchen eine Runde. So, Freunde, wir sind in der Runde. Und natürlich machen wir es wie jedes Mal, wenn ich so ein kleines Produkttestvideo mache. Wir spielen eine Runde Fortnite. Wenn ich einen Kill mache, wechsle ich die Maus auf die andere und ich würde sagen, wir fangen diese Runde mit der neuen Maus an, mit der leichten. Ich muss sagen, sie fühlt sich so vom Ding her ganz geil an, weil man kann voll einfach die Bewegungen machen, ohne dass es irgendwie so ein schwerer Klotz ist, den man hin und her schieben muss. Und was mir auch aufgefallen ist, so leichte Mäuse fühlen sich immer relativ billig an, weil da ist nicht viel drin, man hat so das Gefühl, ah, das ist irgendwie, es ist halt einfach billig irgendwie. So schlecht gemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Wobei das eigentlich nur im Kopf so ist, weil von der Technik, die da drin steckt, ist wahrscheinlich sogar, ich glaube, da ist sogar ein besserer Sensor drin als in der DeathAdder. Auf jeden Fall ist sie auch dafür ausgelegt, leicht zu sein. Und ich bin echt gespannt, wie es hier wird. Ich habe übrigens auch die Sensitivity gleich angepasst. Also die haben dieselbe Sensitivity. Alles gleich, außer das Gewicht natürlich. Und ich muss schon sagen, es fällt einem um einiges leichter, hier einfach sich so umzugucken und so. Es klingt zwar dumm, es sind zwar nur ein paar Gramm Unterschied, aber es fühlt sich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr anders an. Leute, lasst mir auf jeden Fall einen fetten Daumen hier auch. Einen Daumen nach oben da, wenn ihr meine Produktvideos feiert. Vielleicht kennt ihr ja noch irgendwelche anderen Dinge, die ich mal testen soll. Schreibt es gerne in die Kommentare oder irgendwelche Mäuse oder Tastaturen oder Headsets, die ich vergleichen soll. Auf jeden Fall gerne in die Kommentare damit. Ey, nice. Ich würde sagen, wir können pushen. Oh, und da ist schon einer. Wir können ihn einfach drauf pushen. Hi, Bro. Lol. Was war das denn? Okay, ich muss Maus tauschen. Verdammt, wie mache ich das? Ich leg die einfach dahin. Okay. Hä? Wie einfach darunter in den Tod gesprungen ist. What the fuck, Mann? Alter, es ist so ein Unterschied, Mann. Ich glaube, ich müsste sogar die Sensitivity ändern. Holy moly. Bei der anderen fällt es mir so viel leichter, von links nach rechts zu swipen. Alter, es ist übel. Junge, ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so krass ist. Aber es ist heftig. Lol. Hi, Bro. LOL. LOL. Ich habe beiden die Ehre genommen. Ihr Madenkinder, Alter. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Okay, ich muss wieder die Maus ändern. Hab zwar jetzt zwei Kills gemacht, aber ich konnte nicht so schnell switchen. Leute, das schafft kein Mensch. Als ob ich einfach beide so weggeholt habe. Aber es ist ein krasser Unterschied. Es fühlt sich so an, als ob ich andere Sens hätte. Ich weiß ja, dass TFue und ganz viele Pros zocken ja mit der Final Maus. Das ist ja auch eine Maus, die wiegt unglaublich wenig. Ich weiß gar nicht, ob sie leichter ist als die Final Maus. Aber falls ihr da irgendwie mehr Infos habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute. Ich kann die halt easy mit zwei Fingern so hin und her bewegen, ne? Bei der anderen ist es auf jeden Fall schon schwieriger. Da muss ich schon... Ich weiß es nicht, Leute. Schwierige Entscheidung. Ich würde es euch am besten alle mal nach Hause schicken, dass ihr es selber ausprobieren könnt. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, eine leichte Maus zu haben. Ich war immer so der Überzeugung, ja, ist ja eigentlich egal, aber es ist schon echt ein krasser Unterschied. Genauso wie, wenn man jetzt einen Monitor nimmt mit 144 Hertz oder mit 60 Hertz, das ist auch ein Unterschied. Okay, hier unten habe ich Schüsse gehört. Da sind welche. Ich leise ihn einfach aus der Luft, Leute. Easy. Einen habe ich. Ah, verdammt. Ich muss die Maus switchen. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo bist du, Kollege? Da.
Oh. Lol, wo will der hin? Ach komm. Ich muss schon sagen, ich habe mich fast ein bisschen zu sehr schon an diese leichte Maus gewöhnt, ne? Oh, shit. Okay, das war ein Fehler. Ich hasse es, hier drin zu kämpfen. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich habe echt wenig Metz. Das ist noch ein anderes Problem von mir. Lol. Nein, komm. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Headshot? Ach komm. Toll, ich habe fast keine Metz jetzt, ey. Ah, ich muss meinen Launchpad auch nutzen. Okay, verdammt. Ich muss unbedingt Metz farmen. Aber ich muss echt sagen, ich glaube, ich finde die leichte Maus besser. Da kann man viel leichtere Bewegung machen. Wenn du dann bei der schweren fein ziehen willst. Ich hatte gerade das Gefühl, dass ich besser tracken konnte mit der leichten Maus. Die Sache ist natürlich auch die, Leute. Ich stelle euch hier die Razer-Maus vor. Aber es gibt auch so viele andere leichte Mäuse. Es ist jetzt auch keine bezahlte Werbung oder so. Es klingt vielleicht so, ich will einfach nur so meine Meinung dazu abgeben. Einfach den Vergleich zwischen einer schweren Maus und einer leichten Maus. Ihr müsst jetzt nicht das holen, was ich habe. Es gibt bestimmt auch andere leichte Mäuse. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, so. Ich will da auf jeden Fall mit euch ehrlich sein. Ist keine bezahlte Werbung oder sowas. Das ist einfach so meine Meinung. Und ich teste hier einfach die leichten Sachen oder billige Sachen und so weiter und so fort. Ihr wisst ja Bescheid, Leute, wie es läuft. Um ganz ehrlich zu sein, ich würde sehr gerne jetzt einen Kill machen, damit ich wieder mit der leichten Maus spielen kann. Oh, da ist jemand. Was macht der? Will der sich umbringen? LOL. Okay, wir können wieder tauschen. Leichte Maus ist am Start. Aber ich muss sagen, echt, vor allem bei diesem feinen Tracking, jetzt wo ich es ein bisschen ausprobiert habe, die leichte Maus ist um einiges besser, finde ich. Du kannst viel leichter einfach mit dem Daumen die Maus hin und her schieben oder mit einem kleinen Finger. Und so ganz easy. Ich werde die wahrscheinlich auch weiterspielen. Die taugt mir schon sehr gerade, muss ich sagen. Na, Kollege, was geht ab bei dir? Wie er wegrennt. LOL. Was ist denn bei dir los? LOL! Oh mein Gott. Nein. Uff. Stellt euch mal vor, er hätte mich jetzt gehittet damit, Alter. Einfach so ein random Hit, ey. Oh, ich muss ja wieder die Maus tauschen. Wir nehmen mal wieder die Schwere. Okay, keine Ahnung, was der vorhat. Ich habe auf jeden Fall nichts zum Sprayen. Das ist mein Problem hier gerade. Oh, ein Hit. Ein schönen Snipe, Alter. Oh, nice. Nochmal schöne zwei Hits. Alter, willst du mich verarschen, Junge? Stirb einfach. Let's go! Du Madensohn, ey. Was er für einer. Er haut einfach die ganze Zeit ab, ey. Und denkt sich, nee, gegen den kämpfe ich nicht. Da habe ich Angst. Er hatte nochmal zwei Impuls gehabt. Lol. Und wie viele Metz er hat. Oh mein Gott, Alter. So, wir sind wieder mit der leichten Maus am Start. Alter, da unten liegt nochmal heftiger Loot, ey. Was ist da denn los? Na, meine Zombie-Freunde. Oh, da ist ein Roboter. Vielleicht kann ich ihn raussnipen, Leute. Uff, Alter. Double Headshot. Was war da denn los, Alter? Lol, einer tot. Ah, ein bisschen gefailt gerade. Okay, ich muss mich... Hat er nochmal ein Launchpad genommen? Boah, Shieldbreak? No way. Komm. Ein Hit. Ah, schade. Egal, Leute, ich hol mir den. Ist mir egal, was er macht. Komm. Oh, bin ich dumm. Oh, shit, Leute. Ist er tot? Nee, ist abgehauen. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Nice one. Nein. Lass mich hier weg. Oh mein Gott.
Wer schmeißt es die ganze Zeit? Der da vorne. Oh, ich muss die Maus wechseln, Leute. Let's go! Ich kann wieder die Maus wechseln. Nice, Alter. Ehre komplett entwendet, Leute. Was ist das schon wieder für eine Runde? Wenn das kein Daumen nach oben wert ist, weiß ich aber auch nicht. Ah, ich will hier doch nur runter. Ach, komm! Ach, komm! Ah. Oh mein Gott, wie ich gefailt habe. Leute, das lag aber an der Maus, ey. Meine Flickshots waren komplett daneben. Da muss man sich voll dran gewöhnen. Aber ich muss sagen, ohne Scheiß, ich finde die leichte Maus fast besser. Und ich weiß jetzt, wieso die ganzen Pros mit leichten Mäusen spielen. Holy moly. Leute, schreibt mir mal eure Maus in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wie euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. We'll be right back.